So, wir machen mit dem nächsten Video weiter und zwar hatte Martin das Survival-Messer von Lilly getestet und ich bin der Meinung, das ist das letzte Messer und demnächst kommt wahrscheinlich ein Video, wo er alle irgendwie nochmal vergleicht und glaube ich sogar sagt, welches er für Seven vs. Wild nehmen wird. Herzlich willkommen hier im Livestream zu einem neuen Messertest-Finale. Wir befinden uns im Finale des Messertests 2021. Dann werden wir nochmal alle Messer zeigen und dann werde ich mich final für einen Sieger entscheiden. Es gibt noch Ja. keinen, also es gibt Favoriten, aber es gibt noch keine klare. Ja, ich sag euch, Und das ist damit gebe ich SI6. ab an den Sicherheitsmartin, der sich jetzt schnell umzieht. Guten Oh. Tag, mein Name ist Ach du Martin Schulte. Scheiße. Oh nee, oh nee. Freunde, warum macht er das? Macht er das mit Absicht, um uns zu provozieren? Schon ein bisschen, oder? Und ich bin bereit für den Messertest 2021. Okay, wir stellen nochmal schnell die Station vor, in wenigen Sekunden zusammengefasst. Atme nochmal durch, weil du musst wieder rennen. Ja, ich weiß, ich hoffe, Wir ich bin fall. jetzt wieder aufs Tempo. Wir stoppen die Zeit und es geht los. Seil ist die Nummer Po! 1. Denk direkt zur Stulle schmieren, Po! dann rüber zum Betoning. Betoning, Po, 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 po! Po, Dann po! Holz, Holzhacken, 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 Holzhacken. Nein, nein. Holzhacken, Holzhacken, Holz. Hä? Holzhacken. Brett! Bretter doch nicht. Hä? Steht aber hier drinnen. Bretter, die sind keine Bretter drauf hier. Dann liegt Hier ist nicht mit Bretter. Ach so. Juhu, da! Weiter! Gut. Heringe schnitzen, Heringe schnitzen. Bup. Dann Gurke, 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 Gurke. Direkt gefolgt von der Wasserflasche, Wasserflasche. Die Dose. Dose, 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 Dose. Tomatski, Tomatski, Tomatski. Matki? Ja. Dann ist Papier. Hier, Papier haben wir einen Ja, haben Platz. wir. Müssen wir Ja, ein sparsam Blatt, sein? ein Blatt, ein Blatt, ein Blatt. Messerwurf, Messerwurf. Beim letzten Mal gab es schon nur Pappe. Und jetzt nehmen wir nur ein Blatt Papier. Messerwurf. Und der Bruchtest. Aber er wollte doch noch hacken. Also so ein, glaube ich, so einen Stamm da durchhacken oder so. Also so einen Ast. Gut, war kein Rekord. Wir haben auch unstimmig Ja, waren Unstimmigkeiten dabei. so. Pass auf, Und, ganz wichtig, hierzu muss ich sagen, das Messer habe ich tatsächlich schon ein, zweimal benutzt. Das habe ich schon sehr, sehr lange. Grüße gehen raus an Survivor Lilly. ja. Auch hier, Link in der Beschreibung, wenn ihr Bock drauf haben solltet. Das ist das APO 1 mit einem AUS-8 Stahl und sieht Ja. so aus. Was haben wir Habe ich noch vergessen? nie Was haben gehört, wir den vergessen? Wir Stahl. sagen immer, ganz wichtige Information. Warte. Ah. Klinglänge. Die Klinglänge, ja. Was haben wir für eine Klinglänge? Exakte 14 cm. Ja. Ui, ist schon ordentlich. Das ist ein Brecher. 14 cm. Gut zum Arbeiten, schlecht für die Gesetzeslage. Ich wollte noch sagen, ich habe das schon mal benutzt. Das heißt also, hier können wir gerne ein, zwei Punkte obendrauf packen, weil ich damit schon Brot geschnitten habe. Ich habe es in meinem Prepper-Van schon eine Zeit lang benutzt, deshalb. Ey, da müssen wir natürlich jetzt aufpassen, denn Martin damit sogar schon Brot geschnitten hat. Aber ich habe damit noch nichts Grobes gemacht. Deshalb schauen wir mal. Hauptsache, der Helm sitzt. Also, es liegt gut in der Hand. Hat eine, auf jeden Fall einen Fingerstopp. Und ich gehe rein in 1, 2, 3. Boah, das ist jetzt nicht so krank. Ich würde nochmal von der anderen Seite. Ja, ist halt vielleicht nicht mehr Was wenn scharf. ich mal so mache? Achso, ich soll ja runter machen, ne? Hast du Ich gesagt. denke immer, dass runter besser ist. Ja, Schritt runter. okay. Bereit? Bereit. Ja, dann rutschst du aber so an dem Seil lang, ne? Das ist halt nicht so geil. Ne? Mach noch einen, mach noch einen, mach noch einen. Ich würde mal was probieren gerne. Wenn das jetzt hier so zum Beispiel stramm ist. Ja, zwei haben wir durch, bleiben noch zwei. Okay. Quasi die Hälfte. Schnitttest. Ready? Das ist halt eine andere Klinge, ne? Das ist halt. Ist das schon ein bisschen stumpf? Vielleicht, weil Martin das schon benutzt hat. Aber da war ein anderes Messer deutlich Macht das einen schärfer. Unterschied, wenn das Seil nass ist? Weil das ist jetzt das erste Mal durch den Regen. Nee, das ist scheißegal. Aber er weiß, was Martin damit schon gemacht hat. Komme ich nicht richtig runter, oder was? Ich habe heute noch nicht genug Körner. Gut, vielleicht liegt es daran, dass ich schon mal benutzt habe. Ich weiß es nicht. Aber machen wir. Wer weiß, was. Manni hat damit wahrscheinlich schon irgendwelche Dosen aufgemacht oder so. Wir kennen ihn doch. Einfach weiter. Stulle schmieren, wissig. Leberwurst. In 3, 2, 1. Ja, da mache ich mir gar keine Sorgen. Das Das ist ist auch mit geil. Abstand der schwerste Test. Also ja, das ist doch der aber herausragendste die Test. meisten Messer kommen. Ich finde, bei dem Test entscheidet sich halt wirklich, ist es ein Messer, was für einen. Passt oder nicht? Da trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen. Ja, absolut. Nö, also
Da kann man nicht meckern. So, nächster Test. Betoning. Ah, einer der miesesten Disziplinen. Ja, das war eine, wo halt schon ein paar Messer versagt haben. Reichlich, ja. Auch kaputt gegangen sind. Aber wir haben auch wieder Brecher hier, ne? Also ja. Ready? Steady. Go. Ja, bei 14 cm kann man schon gut arbeiten. Und glaube, keine Verästung drin diesmal. Ja, es macht halt einen Riesenunterschied, ob da Verästung drin ist oder nicht. Ja. Das gefällt mir. Das macht Spaß. Fällt mir richtig gut. Ja, da geht noch rein. Das. Ja, jetzt steht hier drin, 5 bis 8 cm Holzhacken. Ja. Ich freue mich schon sehr auf das Video, weil ich das gerade sehe wegen dem Helm. Wenn man ihn den Mammutmarsch versucht zu laufen, diese 100 Kilometer wieder mal, nicht barfuß wie das letzte Mal, sondern in Ritterrüstung. Was glaubt ihr, Freunde, wie viel Kilometer kommt Martin beim 100 Kilometer Mammutmarsch-Versuch mit kompletter Ritterrüstung? 60 Kilometer, glaubt Matthias? Ach, scheiße. Sorry. Ja, gut. Der Rest muss noch Rinde. Läuft! Hammer! Das ist ein relativ großes Messer, ne? Also, was soll ich auch? 30, 45, 30, 75, 15, 35, 30, 20, 25, 20, bisschen lauter bitte. Also, was würde ich schätzen? Ich schätze, glaube ich, auch so 30, 35. Auch ein bisschen Gewicht. Es liegt aber gut in der Hand. Du hast halt diese Möglichkeit, auch zum Beispiel hinten diesen Fingerstopp zu nutzen, so. Und kannst dann viel mehr Schwung nehmen. Aha. Nächster Test, Heringe, ne? Heringe. Weil wir gerade hier stehen. So, haben wir hier so. Alter, 100 Kilometer schafft er niemals. Was ein Halt. Geht gut rein. Muss nur treffen. So, zack. Und jetzt bin ich gespannt. Oh ja. Ganz easy. Auch ganz feine Schnitte schaffst du. Mhm. Finde ich gut. Fertig. Das ging jetzt fix. Finde ich gut. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir rüber zu. Das ging jetzt fix. Hupsi, sorry. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir rüber zum Tisch wieder. Jetzt kommt die Gurke. Ach, ready, der Gurketest. Ready, go. Da hat bisher kein Messer versagt. Ich bin gespannt, es wäre ja auch was gleich bei dem Bretterhacken. Hier kann man immer gut gucken, wie er da gut durchkommt. Ob er reißt oder schneidet. Genau, richtig. Und ja, da ist ein ganz bisschen, siehst du das? Ein bisschen jetzt am Ende, aber das ist dann. Bis zum Ende. Ja, aber es aber stimmt. Der Fall ist halt schon sauber. Sehr gut. Die Wasserflasche. Die Flasserwasche. Oh, da bin ich immer sehr gespannt. Ready? Ja. Und hier macht sich's wieder bemerkbar. Ich sag, geht nicht durch. Wie die anderen. Bereit? Weil es schon ein bisschen stumpfer ist. Jo, das war ohne Probleme. Ich bin noch ein bisschen nass geworden diesmal. Gut. Schnitt. Geil. Also auch keine. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich auch nicht. Bei dem, am Anfang beim Schneiden von dem Seil war es ein bisschen. Ich sag stumpf. Dir, es hat was damit zu tun, dass das Seil nass ist. Bei keinem Test war das Seil nass. Das war jetzt hier echt? Das erste Mal. Aber der Schnitt sagt sauber. Kein Fransen, keine Kante oder sowas. Einfach nur geil. Und jetzt? Dose. Ah. Auf, wie immer. Freut euch schon auf den Bruchtest, Freunde. Also bisher, ich sag's euch ganz ehrlich, SI6. Mein Metall, das ist Favorite Knife, was er bisher getestet hat. Darum geht's ja, dass wir hier auch wenn ich keins habe. Guck mal, ich kann hier immer wieder ansetzen aber, und easy nochmal nachschneiden. Siehst du? Ja, super schnell. Das war auch mit eines der besten Ergebnisse. Ist sagen. Aber auch so ein optisches Absolut. Ding. Absolut, Respekt. Macht sich richtig gut. Liegt auch super in der Hand. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich mag's. Und dann können wir gleich hier vorne bleiben, denn jetzt kommt die Tomate. Nach so einer Tortur mit so einem Metall wird gerne belächelt, aber wichtig. Guck mal, kein richtig. Druck. Hier kein. Richtig. Kein Druck, überhaupt nicht, null. Easy. Also das ist echt so, auflegen, nur bewegen, mehr mache ich nicht. Mhm. Machen den, Vorsicht. Ja gut, war nur am Anfang. Wir versuchen so ein bisschen zu filetieren. Easy. Kannst du auch nochmal hier nachgehen. Schön die Tomate filetieren. Sauber. Mhm. Also, kann auch nochmal versuchen, hier so eine ganz dünne. Wo man so durchgucken kann, so eine Scheibe. Die ist auch super. Ja. Geil, fühle ich. Jetzt müssen wir mal gucken, weil es gerade regnet, aber jetzt kommt der Papiertest. Mach mal unter der Folie. Unter der Folie. Ready? Steady. Ein bisschen runter? Ein bisschen runter, genau so. Bereit? Oh. Hä? Oh. So geht der Test doch nicht, er hackt doch jetzt da rein. Na, klassisch wie bei den anderen, du hast irgendwann einen Punkt,
Aber ich sehe, ja gut, ein bisschen vom Metall siehst du hier, aber es ist nicht, keine Kanten drin. Na doch, hier, so ein bisschen. Ja, gut. Gut! Einfach so stehen lassen? Gut. The Wolf Test. Hä, hey, was mit den, den Brettern zum Durchhacken, oder war nicht schon? Bin ich doof? Wieder Deckung so ein bisschen? Ja, du bleibst einfach hinter mir, weil ich fang's mit meiner Splitterschutzweste ab. Ja, okay. Oder mit deinem Bauch. Maybe. Ready? Ready. Jut. Das ist voll zugewuchert da, ne? Voll krass. Jut. Ah, was ist das Ding? Hast du aber noch eine Schlitze getroffen hier? Ja, zählt trotzdem, ist drinne. Hierzu kann man auch sagen, du siehst hier schon, dass eine komplett durchgehende Klinge ist. Vollschenk. Ja. Mhm. Ja, das gut. Ist halt relativ dick. Ja. Also ich werfe das zwar nochmal richtig Malachalial dagegen. Mashallah, richtig. Und dann glaube ich aber nicht, dass es kaputt geht. Ich habe eher Angst, dass wir uns verletzen. Deshalb. Weil manche Leute nicht im Stream waren, das SE6, was ich mir on-stream mit euch zusammen raussucht und bestellt habe, habe ich jetzt storniert, weil es nach 2 Monaten Lieferung immer noch nicht da war. Weil wir hatten ja so eine spezielle Scheide in einer speziellen Farbe mit Halterung, dies, das und allem möglichen Kram zusammen rausgesucht. Aber ja, ist nicht lieferbar. Ich habe über 2 Monate jetzt gewartet und habe gesagt, so, nee, jetzt reicht's mir. Dann bleibt's halt. Gehen wir einfach alle. Ich geh jetzt wieder einen Schritt nach hinten. Ja. Bereit? Ja. Oh. Oh ja, der war gut. Der hat geknallt. Der hat ordentlich geknallt. Eieieiei. Haben wir, sehen wir was? Brennnessel an meiner Hand. Achso. Oh. Du musst den Schmerz umarmen. Na klar. Oh, hier. Ordentlicher Impact. Von irgendeinem Nagel, der da drin steckt. Aber. Das wird er doch gleich, fragt Carsten Schell. Nichts wackelt, nichts ist kaputt, nichts ist abgebrochen, alles noch heile, alles cool, alles geil. Kommen wir zum nächsten Test. Das ist das APO1 nochmal, ne? APO1. APO1, genau, von Survival Lily. Link ist in der Beschreibung. Da ist. Ah, oh, diese scheiß Brennnessel. Ah, Mann! Ja, APO1. Ah! Jetzt kommt der Bruchtest, oder? Vor dem habe ich eigentlich am meisten Angst. Ja, guck mal. Mit dem Hacken da? Ach ja, kommt vorher, ne? Ja. Ja, na klar. Der Bruchtest ist das letzte. Ja. Da gehen wir den Hacken. Ich würde erst Bruchtest machen und dann. Haken ist besser. 3, 2, 1. Ah, kannst du mir mal die Brille holen? Ah, scheiße. Das eitert irgendwann raus. Oh, waren die ordentlichen Stücke. So, weiter geht's. Sieht das scheiße aus? Oh, das wäre geil, wenn er das Outfit so bei Seven vs. Wild einfach anzieht. So richtig scheiße mit Absicht. Das wäre echt witzig. Aber durch? Ja, wir sind da und wir sind durch. Geisteskrank. Geht. Also tatsächlich durch diesen Effekt, das hier halten, so bisschen schnell aufgestanden. Hupili. Aber ja, jetzt kommt der Bruchtest. Jetzt kommt. Genau. Haben die jetzt schon mal ein Rohr eigentlich? Nee, ne? Wir haben natürlich heute auch extra eine neue Kante geschnitten. Extra hier, alles frisch geschnitten, unausgefranst. Und wir gehen los. Bist du bereit? Ja. Geh mal wieder hier ein bisschen. Okay, pass bitte auf. Ne, Feuerwehrnummer kennst du auswendig? Ja, die 0805-4646. Okay, ich setze ab. 0805-4646. Ich frage mich, was da passiert, wenn man da anruft. An und gehe auf 50%. Digga, Alter. Ich hab einfach echt ohne Scheiß, ich hab richtig Schiss. Geil. Chat steht gerade, würde der Helm als Gegenstand zählen wegen Behälter? Stell dir mal vor. Jemand nimmt bei der Kopfbedeckung einfach so einen Stahlhelm mit und kocht sich da dann irgendwie Wasser ab oder eine Suppe oder irgend so ein Kram. Oh, rutsch vorher weg. Oh, ne. Stange wäre immer noch gut, dass du deine Hand nicht kaputt machst. Ja, haben wir nicht. War das jetzt so tief eingetaucht oder war das jetzt spitz? Das war spitz, das war. Jetzt siehst du ja genau die Kante bis dahin eingetaucht. Okay. Immer von der anderen Seite nochmal. Machen wir wirklich eine Spitze oben. Nur Spitze? Ja, weil so wirst du sie nicht durchkriegen. Höchstens so. Na, das Holz gibt vorher noch. Gut, ich gehe an die andere Seite. Holz gibt nach. Ach, vergiss es. Also. Kann das sein, dass bisher nur ein Messer abgebrochen ist? Beziehungsweise die Spitze vom KM2000, wenn ich mich recht erinnere? Sonst haben doch alle Messer diesen Bruchtest überstanden, oder nicht? Du siehst. Ist es ein leicht verbogen? So ein ganz bisschen? Ja. Ne? Aber weißt du, was das bedeutet? Ja, das ist der Bogen, ja. Dass der Stahl eher biegt, als dass er bricht. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Weißt du? Boah, das kostet immer so eine Kraft, Alter. Aber gut.
Bruchtest bestanden, definitiv. Also wir haben ein Paradebeispiel gehabt, wo wir gesehen haben, dass es sofort brechen kann, wenn es so ist. Puh, arschgeile Nummer. Damit sind wir durch mit dem APO 1. Fazit. Fazit? Gefällt mir. Ich finde es ein geiles, solides Messer. Wird geliefert mit einer ordentlichen, geilen Kydex-Scheide. Gefällt mir auch gut. Sicher verstauen eines Messers. Mhm. Kann man nicht meckern. Also wenn ihr Bock habt und Survival Lily unterstützen wollt und ihr ein Messer sucht, was geil ist, ich find's geil. Schöne Größe, sehr handlich. Doch, nee, kann man nicht meckern. Ich kann nichts Negatives sagen. Kann ich den Helm absetzen? In der kurzen Zeit. Ist es der? Ja, das ist der, den ich auch beim Mammutmarsch tragen werde. Darfst du ihn ja gerne mal auch mal halten, der ist schwer. Der ist halt... Okay, das ist halt schon... Das ist ein richtiger... Shit. Ist ein realer Ritterhelm. Ich glaube, wir hoffen, dass wir da nicht 30 Grad im Schatten haben. Yeah. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlich. Die Dinge, die er sonst keine macht und am Ende überlebt er nur knapp. Genau, schaut gerne bei Martin live vorbei. Und ich bin sehr gespannt auf den Zusammenschnitt, wo er alle Messer nochmal fazitmäßig zeigt und auch sagt, für welches er sich da als Favoriten entscheidet. Aber ich gehe stark davon aus, SI6. Das habe ich irgendwo mal so schon zwischen Zeilen rausgehört.